Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir mal einfach die Haare abrasiert. Puh. Was ist denn da los? Ja, war irgendwie komisch. Ich dachte mir, okay, komm, sehen wir einfach mal aus wie Heisenberg. Ist am Start. So, in dieser Folge werden wir eine kleine. Selber, hallo. Werden wir eine kleine Mission machen. Und zwar hier vorne, John Marston. John möchte mit dir sprechen. Wir gehen zu John. Es ist fucking laut. Okay, so. John, What do grüßen. you want? Uncle told me something about a train. Ölvergießen Teil 1. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So you doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it Dewberry somewhere Creek. Near there. Okay. Alles klar, wir müssen den Ölwagen klauen. Das wird eine geile Scheiße. Wagen, die du für John stehlen kannst, sind mit Schwubbeli-Bubbel markiert. Alles klar. Ist natürlich nicht schlecht. Was mit Lenny? Five Finger Fillet? What the fuck is Five Finger Fillet? Wir werden es rausfinden. Aber nicht jetzt. Wir müssen einen Wagen stehlen. Wow, das sieht gerade richtig geil aus, Mann. Wo ist überhaupt mein Horse? Horse! Komm her. Okay, girl. Okay, wholesale. Let's go for it. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hinter der Grenze? Was? Zwei Stück? Ölwagen von Cornwall. Ölwagen von Cornwall. Hotline Oil Fields. Ja, dann lass uns das Ding immer angehen. So weit ist das ja eigentlich gar nicht. So, let's go. Ja, einen Zug ausrauben, man. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Action hier an den Start bringen. Also, ich habe ja mehr oder weniger, wenn man so möchte, diesen Schatz gehoben, dass wir im Camp ein bisschen weiter vorankommen. Was heißt ein bisschen weiter? Also schon ziemlich weiter vorankommen. Und das haben wir auch erfolgreich gemacht. Jetzt ist es so, dass wir schon wieder kein Geld haben. Und wenn wir den Zug überfallen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass unsere Campkasse steigt und wir uns wieder ein paar Sachen kaufen können. Wobei ich ja eigentlich alles freigeschaltet habe. Das heißt, was wir eigentlich machen müssten, wäre mehr oder weniger einfach nur jagen gehen. Ja. Ne? Einfach nur ein bisschen jagen gehen. So, ich habe hier mal gerade was leiser gezogen. Wo ist es? Da, alles klar. Okay. Sorry. Und das mit dem Jagen, das gestaltet sich als echt schwierig, weil wir wirklich die perfekten Felle brauchen. Ich habe mir jetzt ein paar, wie ihr hier hinten seht, ne, auf meinem Pferd liegen ein paar Felle. Ich war jagen. Ein paar perfekte Felle sind am Start. Ich weiß allerdings nicht, wie ich diese Felle hier wieder runterkriege, weil immer wenn ich die runternehmen möchte, heißt es quasi wegwerfen. Das heißt, ich muss irgendwie anders nochmal da an den Start gehen. Aber so, wir sind erstmal hier am Start. Hier ist eine Wache.
Boah, was geht hier ab? Ist ja mal mega laut. Ich glaube, ich möchte mein Pferd mal irgendwo anders hinstellen. Vielleicht sogar hier. Und vielleicht möchte ich... Was war das denn? Große Maskenstoffmaske. Ach du Scheiße. Das ist natürlich Derby. Ich nehme mal mein Messer raus und versuche mich ein bisschen hier rein zu sneaken. Da vorne ist schon ein Dude. Der patrouilliert hier wahrscheinlich. Wird mir tatsächlich auf der Karte, glaube ich, auch angezeigt. Als grauer Punkt. Er patrouilliert. Was macht er? Stellt sich da in eine Ecke? Ruht sich da in der Ecke aus, oder was? Oh, da vorne steht auch einer. Nein, ich bin der graue Punkt. Hehehe. Ja, scheiße. Jetzt ist ja alles voll. Hier ist ja alles voll. So, wir machen das mal anders. Wir gehen mal... Ja, ja. Wir gehen mal hier lang. Und versuchen das Ganze ein bisschen von außen anzugehen oder so. Hier sind schon wieder irgendwelche Tiere. So, oh, die Fabrik sieht mega geil aus, finde ich. Cornwall Factory. Kerosin and Tar. Kerosin und Teer. Wo ist dieser scheiß Wagen, Mann? Ich hätte ja gerne eine Sniper oder so, ne? Aber ich glaube, hier zu diesem Zeitalter kannst du mit Sniper so noch gar nicht rechnen. Mit Sicherheit nicht mit ruhigen Snipern. So. Da ist auch einer am Start. Wenn ich den erschieße, dann ist sofort Achterbahn hier. Wie soll ich denn die Wagen klauen? Ich glaube, ich muss mich da mal ein bisschen mit meinem Fernglas drin rein umgucken. Hier vorne steht direkt einer, oder was? Sieht so aus. Nee, das ist aber keiner. Oh Mann. Das sind einfach nur Pferdewegen. Oder nee, das hier vorne müsste der aber sein. Mit dem Dings Tank da hinten drauf. Ja, das ist er auch. So, das heißt, da vorne steht einer mit dem Rücken zum Tore. Oh, und links daneben direkt auch noch einer. Holy shit. Ja, wie wollen wir es machen? Wir müssen versuchen, es so leise wie möglich zu machen, ne? Hier steht auch noch einer. Drei Leute. Ach du Scheiße. Ja, Friends, wie wollen wir es machen? Ha! So ein Scheiß! Ja gut, dann muss ich wohl... Ich meine, ich könnte ja auch einen auf Kamikaze machen, ne? Ich bin irgendwie immer viel zu laut, habe ich das Gefühl. So, okay. Soll ich einfach mal rüberklettern? Ich meine, wir können ja einfach mal rüberklettern. Soll ich mal rüberklettern? Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich quasi am Arsch. Das ist ganz schön gefährlich, was ich hier tue. Ich werde bestimmt erschossen. Ich werde safe erschossen, Alter. Oh, shit. Fuck it! Oh, fuck.
Das war absolut keine gute Idee. Die ganzen Wägen sind weggefahren. Lol, mein Pferd kommt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Boah, das sind ja ein paar mehr, Alter. Scheiße. Wie gut. Ich habe gewusst, dass das so ablaufen wird. Also. Okay. Wir starten einfach mal am neuen Kontrollpunkt neu oder so. Ich hoffe, das gibt es. Nicht, dass ich das jetzt verkackt habe. Ja, wir starten hier einfach neu, ne? Alles klar. Moment mal gerade. Karte? Das ist ja jetzt eigentlich fast schon... Ist das schon Cheaten? Der Ölwagen, der Dings, der ist weggefahren. Den muss ich mir jetzt einfach nur noch schnappen, oder was? Das ist ja geil. Vielleicht muss ich das mit dem anderen auch so machen. Ich muss da einfach irgendwie was hinwerfen. Dann gibt es eine kleine Explosion. Und dann laufen die Pferde weg. Und dann kriege ich die Wägen, Alter. Die Wagen. Die Wägen. Cornwall. Ja, Mahlzeit. That was easy. Here. Wait. Alter, was ist jetzt los? Kein Scheiß. Die Pferde hängen jetzt hier nicht fest, ne? Warum können die nicht zurückgehen? Links können sie nicht, rechts können sie nicht. Zurück erst recht nicht. Perfekt. Mission gescheitert, würde ich sagen. Oder was? Ja, keine Ahnung. Da muss ich jetzt erstmal wieder mein Pferd nehmen, auf die, ne, den anderen Wagen holen und gucken, was wir mit dem Wagen machen. Weil... Ah, Mann, Alter. Diese Steuerung, dieses Spiel, das versaut einem so viel, Alter. Können die nicht machen, ey. Echt. Wie soll ich diesen scheiß Wagen da jetzt wieder wegkriegen? Verlassen. Ja. Kontrollpunkt neu starten. Was anderes bleibt mir ja jetzt gar nicht mehr übrig. Weil ich diesen Wagen da nicht weggekriegt habe, Alter. Ohne Scheiß, es ist so der heftige Kritikpunkt. Okay, das geht. Bin ich eben natürlich auch ein bisschen dumm rangefahren. Muss ich auch zugeben. Aber trotzdem, ey, was das... Man muss doch irgendwie zurück können. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal passiert. So, jetzt bleibt mal stehen. Ha! Okay. Yeah. So, die Pferde haben wir untergebracht. Quasi in der Freiheit. Und das ist jetzt unser Ölwagen. Sage John im Lager, dass der Wagen in Position ist. Alles klar, dann kann die Kacke jetzt hier weitergehen. Horse. So, Friends, wir sind wieder im Lager. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu John, nachdem wir unser Pferd hier abgestellt haben. Schwuppdiwupp. Ihr erinnert euch, der blutige Dude, den wir da gefunden haben. So, grüß dich, John. Das Teil ist in Posi. Ölvergießen, Teil 3. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. Alles See klar. Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius.
Alles klar. So, jetzt können wir uns hinsetzen. Wir können aber auch einfach mal abstarten und dann zu A gehen. A ist Abigail Roberts. Oder was? Why don't you sit a while, Arthur? Nee, geht nicht klar. Was hat er gesagt? Triff uns am Wagen? Hello. My husband owed you money. Here it is. Thank you. And your husband, is he well? He's dead. Combination of beatings and sickness did for him. My deepest condolences, madam. Okay, dann gehen wir mal doch zu A. Er geht da ja anscheinend auch hin. Aber er schnappt sich hier auch schon Stuff, oder was? Hey, Abigail. Hey, Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably Menschenfischer. Oh, das ist schon die nächste Mission. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. Okay, das ist jetzt aber nicht das, was ich machen möchte hier. Begib dich zu Jack. Ich habe ihn ja jetzt eben gefragt, was da abgeht. Und er meinte, yo, wir fahren bald zu diesem Wagen und so ein Scheiß. Keine Ahnung, ich habe auf der Karte auch jetzt nichts gefunden. Ich habe den Wagen, ich kann nochmal gerade hier gucken, wo ich diesen Scheißwagen abgestellt habe. Aber jetzt ist sowieso gerade eine andere Phase am Start, weil ich in einer anderen Mission bin. Egal, machen wir halt diese Mission in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet gerne den Part. In der nächsten Folge dann die Mission Menschenfischer und Ölvergießen Teil 3. Bis denne, Tschüssikowski.